Herzlich willkommen zu unserem Sonntagswort. Wir sind heute zur Römervilla gekommen, denn im heutigen Evangelium gibt es einen direkten Bezug zu den Römern, die ja zur Zeit Jesu die Besatzungsmacht in Palästina waren. Auch hier im Ahrtal waren die Römer sehr präsent. Die Römervilla, eine große Anlage, die man vor 50 Jahren hier ausgegraben hat, als man die Umgehungsstraße gebaut hat. Wir haben an der alten Linie in Richtung Ramersbach die größte römische Eisenschmelze nördlich der Alpen, also eine riesige Anlage. Und es gibt auch ein paar Villen, die im Tal dort gefunden wurden. Die Römer haben gewusst, wo es schön ist, und sie haben uns viel hinterlassen. Unter anderem den Wein, den sie mitgebracht haben und von dem wir ja heute noch zehren. Hören wir das Evangelium vom heutigen Sonntag. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes, zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst. Denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Da wird Jesus hier eine Falle gestellt. Ich glaube, die verstehen wir in unserer Zeit nicht mehr so recht. Die Pharisäer kommen mit den Anhängern des Herodes und zeigen Jesus eine römische Münze. Wir haben hier eine Replik von einer römischen Münze erhalten. Diese Münzen der Römer tragen das Abbild des Kaisers. Mit dieser Münze werden dann auch Steuern bezahlt. Die Schwierigkeit für einen Juden ist, die römischen Kaiser halten sich für Götter. Und wenn man diesem die Steuern bezahlt, dann erkennt man dieses Gottsein an. Also ist Jesus in einer Zwickmühle. Zahlt er Steuern, kommt er mit den Pharisäern und ihrer Gebotsauslegung, du sollst keinen anderen Gott neben dir haben, in Konflikt. Zahlt er keine Steuern, dann kommt er mit dem Herodes, der ein Vasall der Römer ist, in Konflikt und die nehmen ihn an die Kandare. Ich finde es genial, wie Jesus das löst. Nicht A oder B, nicht einen Kompromiss, macht es so oder guckt, wie er da durchkommt, sondern Jesus schaut tiefer. Das möchte ich auch immer wieder können. Tiefer schauen. Er hält ihnen die Münze hin und sagt: Was ist das denn? Und er ordnet es ein in die ganz große Weltordnung, die er als gläubiger Mensch hat. Dass alles von Gott kommt und alles von ihm umfasst ist. Und deshalb kann man dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Wenn man auch Gott gibt, was Gottes ist. Und das ist immer unendlich viel größer. Tiefer schauen und nicht sich mit einfachen Kompromissen zufrieden geben. Das wäre für mich das Erste dieses Sonntags. Das Zweite. Jesus trennt nicht zwischen der Welt, die Gott hat, und der Welt, die dem Kaiser gehört. Er trennt nicht zwischen Alltag und Sonntag, zwischen Glauben und Arbeiten, sondern für ihn wird das alles in ein Großes eingeborgen. Finde ich ein spannender Hinweis. Wir sind ja eher die, die trennen zwischen dem, was unser Glaube am Sonntag macht
und dem, wie wir arbeiten. Wir trennen ja zwischen unserer Glaubenswelt und parzellieren unsere Lebensalltage in verschiedene Herrschaftsbereiche, wo der eine was zu sagen hat oder der andere. Und in meiner Freizeit, da habe ich es zu sagen, da lasse ich mir nicht reinreden. Für Jesus ist das alles eins. Wir stehen immer vor diesem Gott, der uns liebevoll anschaut und der uns im Blick hat, der ein Auge auf uns hat und dem wir zurückgeben dürfen, unsere Dankbarkeit für diese Welt, für unser Leben und für alles, was uns ausmacht. Das ist das Zweite. Und daraus folgt für mich noch ein Drittes. Wir trennen nicht zwischen Politik und unserem Glauben. Und deshalb gehört unser Glaube auch nicht ins Museum, sondern mitten in die Welt. Da nimmt man vielleicht nicht so auf uns Rücksicht, da hört man uns nicht, da versteht man uns nicht, da ist Lärm, da müssen wir aufpassen auf andere. Aber da sind wir mitten bei den Menschen und da gehören wir hin. Es braucht Menschen, die aus dem Glauben heraus diese Welt mitgestalten. Die Gott nicht in eine Ecke stellen, in irgendeinen Bereich, die separieren, sondern die aus dem Glauben heraus versuchen, dabei zu sein, diese Welt in Entscheidungen zu treffen. Wenn sie als Politiker, als Wirtschaftsmenschen, als Lehrer, als verschiedene, in ihren verschiedenen Aufgaben versuchen, Dinge voranzutreiben, dann aus dem Glauben heraus. Solche Menschen braucht es. Ich will es mal deutlich machen. Tiefer sehen gilt in allen unseren Entscheidungen unseres Lebens. Tiefer schauen. Das gilt in Fragen der Ökologie, nicht nur wie Bolsonaro mit dem Regenwald umgeht, sondern auch wie wir unser Leben leben. Mobil sind, was wir essen, was wir anziehen. Oder die Stimmung in unserer Gesellschaft. Das hängt nicht nur daran, ob Trump spaltet und das bis zu uns herüberschwappt, sondern wie wir über unsere Mitmenschen denken und wie wir reden. Oder noch ein Beispiel, ganz konkret. Wir diskutieren in diesen Tagen über die Corona-Beschränkungen. Tragen wir Mundschutz oder tragen wir ihn nicht und an welchen Stellen? Ich weiß von mir selber, wie nachlässig man da schnell wird, wie in einer größeren Gruppe man sich doch daran gewöhnt, anders miteinander umzugehen. Aber wenn wir tiefer schauen, dann müssen wir doch als Christen sagen, wir haben den Auftrag, uns um die Schwachen zu kümmern, dabei zu sein, wenn es um den Schutz von Leben gilt. Wir haben die Achtung auf die Älteren. Wir müssen darauf achten, dass die Kinder weiter in die Schule gehen können. Wir dürfen nicht zulassen, auch als Christen nicht, dass noch mehr Menschen durch dieses Coronavirus in wirtschaftliche Gefahren kommen. Und deshalb liegt es an jedem Einzelnen von uns, auch das ist eine Perspektive, nicht auf die anderen zu schieben, sondern bei sich selber zu schauen. Was kann ich dafür tun, dass dieses seltsame Virus sich nicht weiter ausbreitet? Das ist Weltgestalten. Das ist den großen Blick, den wir als Christen haben, dass Gott uns diese Welt gegeben hat, auch wirklich in den Alltag umsetzen. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei in der nächsten Woche und bleiben Sie behütet.